Wir sind hier heute auf der Basilika in Weingarten und protestieren für eine bessere Klimapolitik und eine christliche Klimapolitik. Und wir haben einen Banner aufgehängt an der Basilika, sind heute Morgen hier hochgeklettert, professionell gesichert mit einer Sicherungsleine. Und das auf dem Banner steht: CDU unchristlich, unsozial, klimaschädlich. Und genau das fordern wir. Wir wollen, dass allen klar wird, dass die CDU keine christlichen Werte vertritt und dass die CDU unwählbar ist. Genau, weil die CDU vertritt nämlich absolut keine christlichen Werte, obwohl sie sich christdemokratisch nennt. Sie sind absolut korrupt, sie bereichern sich selbst, sie praktizieren keine Nächstenliebe, ihre Politik ist absolut unsozial und auch die Schöpfung bewahren sie nicht. Der Papst zum Beispiel hat gesagt, dass wir die Schöpfung bewahren müssen, beziehungsweise die Erde nutzen müssen wie ein Untertan, aber eher als ein Tutor, sprich auch nach ihr schauen müssen. Und das tut die CDU mit ihrer Politik absolut nicht. Genau, deswegen ist sie für uns unwählbar. Ich beobachte das seit Jahrzehnten. Ja, egal was, um was es geht. Kohleausstieg, Lieferkettengesetz, alles Mögliche. Also die CDU, die sind immer die Bremse. Und das Einzige, was an denen heilig ist, die sind sehr scheinheilig. Ja, und deswegen sind wir heute hier mit einem Team aus allen Altersgruppen. Fast.